Ja, herzlich willkommen zum ersten Nachmittagsblock hier am Mittwoch auf der Vosges 2020 in Freiburg. 2700 interaktive thematische Karten verspricht uns der Pirmin Kalberer. Das ist eine ganze Menge. So viel wird er uns jetzt sicherlich nicht zeigen können, aber doch ein paar. Und wie er das mit Vektorteils gemacht hat, zeigt er uns jetzt. Ja, besten Dank. Ich begrüße Sie leibhaftig zum ersten Vortrag am Nachmittag. Ich weiß nicht, ob es wirklich ich muss noch nachzählen, ob es wirklich 2700 sind, aber ich werde einige zeigen und auch erzählen, wie wir sie gemacht haben. Das ist auch noch interessant. Ich arbeite für SourcePol. Wir sind Firma in Zürich. Wir machen Softwareentwicklung im Bereich QGIS und WebGIS. Und haben letztes Jahr für die Schweizer Vogelwarte dieses Projekt gemacht. Und zwar geht es um diesen Brutvogelatlas. Also das ist ein dickes Buch, der kommt alle paar Jahrzehnte heraus und gibt einen Zeitstand der alle Vogelarten, die in der Schweiz vorkommen. Und das war jetzt das erste Mal, dass man den auch elektronisch publizieren wollte. Und um das geht es hier jetzt. Da sind viele Karten drin. Und die Vorgabe war, das war noch recht schwierig, quasi, es muss genauso wie im gedruckten Buch aussehen. Das ist mit einer Webanwendung meistens schwierig, aber wir sind dem recht nahe gekommen. Weitere Rahmenbedingungen, und hier kommen jetzt die Zahlen, es geht um 24 Vogelarten und die gibt es in verschiedenen thematischen Karten und das gibt dann eben diese 2700 Karten, die sind 2D und zum Teil auch 3D. Sie sollen interaktiv sein mit Mouse-Over-Informationen, Timeslider. Eine spezielle Anforderung war, dass die Darstellung im Schweizer Referenzsystem erfolgen muss. Und das ist eingebettet in ein Content-Management-System. Es muss natürlich responsive sein, also auf mobilen Geräten auch funktionieren. Und dann noch netterweise in 4 Sprachen gezeigt werden. Also Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Und so sieht das aus und ich würde jetzt gerade das live demonstrieren. Sieht man das? Gut. Also, das ist so die Einstiegsseite von den Vogelarten. Und jetzt habe ich mir einen Spickzettel gemacht. Da kann man die einfach suchen oder man kann eine Art eingeben. Ich beginne jetzt mal mit dem Alpensegler. Und da kommen hier diverse Informationen. Ich weiß nicht, ob wir Ton haben. Ah, doch. Ja. Also so tönt er. Und hier ist schon mal quasi die Übersicht über die Karten. Und ich gehe jetzt hier zu den großen Karten. Habe oben noch eine weitere Auswahl, was ich für eine Karte nehmen will. Ich nehme jetzt mal diese Veränderung der Brutpaare. Habe hier gerade, wenn ich rüberfahre, natürlich Inhalt. Hier ist die Legende dazu, was das ist. Und auf der anderen Seite sind noch weitere Informationen. Die sind, wie gesagt, auf 4 Sprachen und für alle diese Arten zur Verfügung. Ich kann jetzt hier noch die weiteren Karte anschauen. Das ist eine Verbreitungskarte. Die hat noch eine Zeitfunktion, also wo ich so verschiedene Zeitstände durchgehen kann. Man sieht oben 1950, 72, 93, 2013. Dann ist eine Durchzugskarte, also wo die genau beobachtet wurden. Und dann gibt es noch solche Graphen. Das ist jetzt ja nicht mehr eigentlich Thema des Vortrags, aber gehört jetzt zur Anwendung dazu und ist ebenfalls eingebettet hier. Ich gehe jetzt mal zu einem anderen Vogel noch, der andere Karten hat. Hier haben wir zum Beispiel eine dichte Karte. Also auch wieder mit Legende und hier hat es noch das Feature, dass man noch eine 3D-Ansicht machen kann. Die ist jetzt aber hier so transparent, dass man sie nicht gut erkennen kann.
aber auch mit Legende. Es ist aber genau dasselbe. Ist eigentlich mehr eine Spielerei. Das war die Dichtekarte. Da gibt es eine Veränderung der Dichte, also wie sich die entwickelt hat, die Dichte. Die Verbreitungskarte haben wir auch gesehen vorher, eine Winterkarte. Ups, ich will mal auszoomen. Ja, das ist so. Es gibt noch ein paar mehr, aber das war jetzt so ein kurzer Überblick über die Karttypen, die es gibt und das eben für x Arten. Man kann noch ein paar Hintergrunddaten ausschalten, aber hier ist recht sparsam. Das heißt, eigentlich ist hier nur das Relief als Raster im Hintergrund vorgesehen. Jetzt gibt es eine Vergleichsfunktion, die ich noch zeigen will. Das ist gar nicht so sinnvoll. Was will ich hier vergleichen? Ich gehe auf die... Ich gehe nochmal auf eine andere, die ein bisschen... Also ich kann hier so einen Überblendeffekt machen, wo ich zwei verschiedene Vogelarten anschauen kann. Und dann gibt es noch eine zweite Sicht, Side by Side, wo man quasi den gleichen Ausschnitt parallel sieht. Da kann ich jetzt zum Beispiel noch eine Veränderung der Dichte nehmen, wo man dann sieht, einerseits quasi die absolute Dichte und hier, wie hat sich das verändert in der letzten Periode. Also das sind die Funktionen. Man kann hier wieder zurück und dann alle Arten anschauen und ja, Sie können sich das selbst mal anschauen, vogelwarte.ch. Und ich erzähle jetzt nochmal, wie das gemacht ist. Und zwar haben wir die Geodaten erhalten in verschiedenen Formaten. Wir haben uns entschieden, wir importieren alles in PostGIS und verwalten auch Metadaten, was hier eigentlich recht aufwendig war, weil wir haben sehr viele Arten, viele Legenden, all solche, viele eben Zusatzdaten zu den eigentlichen Kartendaten. Das haben wir in PostGIS alles mitgespeichert und haben dann mit T-Rex Vector Tiles generiert, mit MapBoxGL.json das Styling gemacht und die Applikation auch mit MapBoxGL.js und haben alle diese Texte, Legenden und so weiter aus den Metadaten generiert. Die Datenaufbereitung, also dieser erste Schritt, wir haben einerseits Vektordaten erhalten im GeoPackage-Format, das geht relativ einfach mit Ogre2Ogre in PostGIS importieren. Ein bisschen schwieriger waren Rasterdaten, also wir haben vorher diese Dichtekarte gesehen, die werden eigentlich als Raster gerechnet und gespeichert und wir haben uns entschieden oder haben das evaluiert und haben gesehen, auch wenn wir daraus Vektoren machen, ist das immer noch sehr speichereffizient, also es gibt nicht eine riesen Karte. Und das geht, haben wir so mit Python-Funktion gemacht. Das Python-GEDAL hat einerseits eine Polygonize-Funktion und andererseits haben wir ein kleines Skript geschrieben, das auch diese Vektorisierung macht. Also jetzt hier keine speziell schwierigen Sachen, aber das ist ein bisschen ein spezieller Schritt. Die Vektorteilgenerierung. Der de facto Standard ist Mapbox Vector Tiles, MVT. Und unsere Datenquelle ist PostGIS. Und wir haben jetzt hier T-Rex verwendet. Wobei T-Rex unsere eigene Entwicklung ist, kennen wir auch am besten und konnten wir auch hier noch ein bisschen verbessern im Rahmen dieses Projekts. Der hat, sag ein paar Worte dazu, der kann einerseits gerade live Vektorteils generieren. Also wenn ich PostGIS nehme, kann ich sagen, zeige mir Vektorteils aus dieser PostGIS-Datenbank oder auch von GEDAL Vektorformaten. Und zwar ohne Konfiguration, und zwar nur mit der Connection. Wir hatten einen eingebauten Webserver und auch Styling-Funktionen, also hat man Putnik gerade im Backend eingebaut. Was man hier jetzt sieht unten, das ist das Backend, wo verschiedene Viewer drin sind, die ich jetzt gerade noch zeige.
und auch der Zugang zum Apotnik. Was wir aber dann schlussendlich gemacht haben, wir generieren Tiles, also einfach Dateien, wo alle diese Vektor-Tiles drin sind. Jetzt in dem Fall ist ein bisschen das Problem, wir haben so viele Karten, dass die Konfiguration extrem aufwendig wird. Und hier hilft jetzt die neue Funktion, dass wir so Konfigurationstemplates machen können. Das heißt, wir konnten ein Template machen, wo dann die Art halt parametrisiert ist und wir nur noch halt die verfügbaren oder quasi einmal alle Kartentypen konfigurieren mussten und das dann halt für alle Arten in diesem Template konfigurieren können. Und wichtig für unseren Fall, wir mussten auch eben nicht nur Mercator machen, sondern LV95. Wenn man nichts anderes angibt, dann macht er automatisch ihre Projektion auf Mercator und man kann es entweder als Paket herunterladen für Windows oder Linux oder es gibt einen Docker-Container. Wer hierüber mehr wissen will, ich mache am Freitag um 11 Uhr auch hier eine 3/4 Stunden Live-Demo, wo ich mit T-Rex nicht das Projekt, sondern ein anderes zeige, Schritt für Schritt. Ich bin gespannt, das ist ein neues Format, aber da wird man sehen, wie das funktioniert und da kommen noch viele Informationen dazu, technischer Art. Die Überlegung, die man sich machen muss, wenn man Vektor-Tiles macht, ist eigentlich immer, wieso mache ich das überhaupt? Ich will möglichst kleine Tiles haben, also klein im Sinn Megabyte oder Kilobyte mäßig, damit das schnell geht und ich nicht immer wieder nachladen muss. Und hier habe ich jetzt sehr viele Typen und Vogelarten und verschiedene Zoomstufen. Das heißt, wir müssen uns zuerst entscheiden, ja, machen wir jetzt quasi eine Kachel pro Vogelart und mehrere Layer pro Kartentyp oder machen wir einen Kartentyp mit allen, das sind 52 Arten. Und wir haben uns für Variante 1 entschieden, einfach im Hinblick auf Kachelgröße, aber auch auf Userverhalten, weil man muss ja auch überlegen, wird jetzt häufiger die Vogelart gewechselt, das bedeutet dann im ersten Fall, es werden neue Tiles geladen oder wird häufiger innerhalb von einer Art eine andere Karte angeschaut, ein anderer Typ angeschaut. Und deshalb sind wir auf Variante 1 gekommen. Jetzt LV95 ist so, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel auch wegen dieser 3D-Funktion, haben wir uns entschieden, dass wir Mapbox GLJS als Viewer nehmen. Alternativen wären zum Beispiel OpenLayers. Und der kann nur WebMercator. Aber die Abmachung war, es muss LV95 sein. Und was sie hier machen, ist eine Art Trick. Es gibt einen Blogpost dazu, der das ein bisschen erklärt. Wir tun so, also muss ich es richtig sagen, es ist sowieso verwirrend. Also wir nehmen die LV95-Daten, die haben bestimmte Koordinaten und tun so, als sei es Webmercator. Das heißt jetzt im Fall von der Schweiz, dass ich dann, wenn ich jetzt die Webmercator-Welt nehmen würde, dann wäre ich da irgendwo in Afrika unten und die Schweiz wird dann ein bisschen kleiner. Aber wenn ich dann nur diesen Ausschnitt nehme, halt da in Afrika und die Welt nicht anzeige, dann funktioniert das. Ist ein Trick, aber für einzelne Länder funktioniert das. Und gut, ich musste da das Relief musste natürlich dann halt so zurechtgebogen werden, dass es stimmt. Und T-Rex hat aus diesem Grund einen Modus, der heißt No Transform True. Das heißt, er nimmt einfach an, das sei jetzt Webmercator, egal was für Koordinaten da drin stehen. Und das haben wir genutzt und ja, eben merken tut das niemand. Die Konfiguration, die sieht so ähnlich wie das aus. Also das ist so ein INI-mäßiges Format, also TOML heißt das, also ein Textformat,
wo die Konfiguration beschrieben wird. Hier wird für jedes Teilset aufgelistet, wie heißt der Datenbanklayer, oder ich kann sogar eine DB-Query angeben, ich kann Zoom-Stufen angeben. Und eben jetzt in unserem Fall haben wir diese Template-Funktion genutzt, dass man sieht diese geschweiften Klammern da oben, da steht es drin, quasi G über alle Species-IDs mit diesem Block. Und dann hat es so parametrisierte Sachen drin, bis dann auf der untersten Zeile, die man nicht so gut sieht, im SQL-Query, wo dann halt die ID parametrisiert genutzt wird. Also das war die Konfiguration von T-Rex. Und das nächste ist dann das Styling. Das ist Mapbox.scale.json. Das ist so ein JSON-Format, wo man das Styling macht. Da sieht man einen Ausschnitt einfach, wie das ungefähr aussieht. Ja, man sieht es wahrscheinlich schwach mit dem Licht. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Was ich vielleicht noch ist, auch diese Mouse-Over-Funktion. Haben Sie vielleicht gesehen, diese fetten Kreise, die kommen. Das kommt, ist auch direkt gerade im Style implementiert. Dann ein weiterer dieser Punkt war die Farbgebung, also die Farbüberlagerung. Das ist jetzt ein Nachteil oder eine Schwäche von Mapbox.scale oder etwas, was es nicht kann. Mapbox.scale.json kann nur Alpha-Transparenz machen. Und das bedeutet, wie man so im oberen Bild erkennen kann, wenn ich rote, verschiedene Abstufungen von Rot auf ein graues Relief lege, dann werden diese Farben aufgehellt. Also alles wird ein bisschen heller und es stimmt nicht mehr mit der Legende überein. Und was wir eigentlich wollen, ist ein Color Multiply-Funktion. Das haben Grafikprogramme, wo dann eigentlich nur noch das Grau die Farbe verstärkt, aber der Farbton wird nicht geändert. Also das ist das untere und eben das war eine Vorgabe, dass es so aussieht. Wir haben das mit Mapbox.scale nicht hingekriegt, leider, obwohl wir da auch in den Code reingegangen sind und das versucht haben. Es war zu schwierig für mich. Und deshalb haben wir uns mit einem Trick beholfen, nämlich dass wir verschiedene Canvas im Browser übereinander legen, weil der Browser selbst, der kann das. Also HTML kann sagen, ich habe eine Karte mit dem Relief und dann habe ich eine zweite Karte mit dem thematischen Overlay und mache mir einen Color Multiply. Die ganz genau hingeschaut haben, haben vielleicht gesehen, dass sich das Relief nicht immer ganz synchron bewegt hat. Das war der Grund dafür. Also, ich komme schon zum Fazit. Vektorteils haben sich eigentlich bewährt für diese Anwendung. Gerade für thematische Overlays eignen sich sehr gut, weil da ist eigentlich rastermäßig, kriege ich da riesen Datenmenge, obwohl ich quasi nur eine Farbe habe oder ein paar wenige Farbabstufungen. Und es gibt dementsprechend gute Performance, weil ich habe kleine Teils und rendere das kleinzeitig. Interaktivität ist wesentlich einfacher realisierbar als mit Raster-Teils. Und was ich jetzt gar nicht so betont habe, was Sie jetzt vorher gesehen haben, war komplett ohne irgendwelche Card-Server zur Laufzeit. Das heißt, das sind einfach Dateien, die wir produziert haben, die sind in einem CMS hinterlegt, muss noch ein bisschen der Webserver konfiguriert werden, aber das ist alles. Das heißt, es wird auch in Jahren noch laufen, es braucht keine serverseitige Software, ist in dem Sinn auch sehr einfach zu betreiben. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Herr Pimmin, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag und dass du uns in deine Trickkiste hast schauen lassen. Gibt es Fragen dazu? Frage. Werden die Teils dann automatisch aktualisiert, also wenn Sie jetzt neue Daten bekommen, oder rendern Sie die dann manuell? Also ich rechne in etwa 10 bis 15 Jahren mit neuen Daten. Das heißt, das Problem stellt sich so jetzt eigentlich nicht. Oder es sah nach Vogelpopulation aus, die wird sich doch häufig ändern. Nein, nein, klar, es gibt schon, aber jetzt genau dieses Projekt ist so ein langfristiges Projekt, was eben diese Aktualisierung nicht braucht.
dann hätten wir es nicht so gebaut. Dann hätten wir wirklich halt, zum Beispiel T-Rex kann das halt live Vektordaten rendern, oder ich müsste halt häufiger wieder produzieren. Das wäre natürlich machbar, also es geht jetzt nicht, ich weiß nicht, ein paar Stunden, wo wir jetzt völlig ohne Optimierung hatten, um alle Kacheln aufzubereiten. Das heißt, wir könnten jetzt auch jede Nacht aktualisieren. Hat noch jemand eine Frage? Stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt den Vogelatlas von Russland, dann würde ja dein kleiner Trick nicht mehr funktionieren. Wie könnte denn da eine Lösung aussehen? Und du meinst den Mercator-Trick mit Russland? Habe ich noch nicht ausprobiert. Doch, ich würde denken, würde auch funktionieren. Also, ich habe jetzt da nicht. Also, das Problem ist wirklich, wenn ich mehrere Länder habe oder eben vielleicht, klar, wenn ich dann noch Überseeinseln habe oder so. Aber jetzt für Russland wird es immer noch funktionieren. Also. Hat noch jemand eine Frage? Dann Pöhmen, vielen Dank nochmal für deinen Vortrag. Danke.